Das ist jetzt der Wolfgang Rehm von der Umweltschutzorganisation Virus und der hat uns hier ein Energieflussdiagramm mitgebracht. Kannst du uns das erklären, was man da genau sieht? Das habe ich deswegen mitgebracht, weil es irgendwie auch den Sinn der heutigen Aktion schon relativ deutlich erläutert. Wir haben hier am Internationalen Klimaaktionstag aufgerufen, hier ein Warncamp einzurichten, um anzuregen, dass das Klimaproblem dort gepackt wird, wo es wirklich drückt. Und wir sehen hier den Energiefluss Österreichs aufgezeichnet, hier den besonders wichtigen Endenergieverbrauch mit den verschiedenen Sektoren Verkehr, Raumwärme, Beleuchtung, EDV und so weiter. Und hier sieht man auch gleich, wo anzusetzen ist, wo die größten Brocken sind, eben Raumwärme und Verkehr. Und dort, wo die meiste Diskussion darüber läuft, das ist eigentlich im Prinzip nur diese schmale Wand hier. Und das ist für uns keine adäquate Vorgehensweise. Ich bin jetzt nicht der, der versucht, ein asketisch-spartanisches Leben zu predigen und sozusagen den Leuten das letzte Hemd ausziehen will. Darauf kommt es nicht an. Aber ich glaube, dass auch sehr viel durch einen bewussteren Umgang damit gesteuert werden kann. Nehmen wir jetzt wieder ein Beispiel des größten Problemsektors. Ja? Verkehr und Mobilität sind nicht dasselbe. Niemand, außer dem es jetzt wieder von der Werbung eingeredet wird, hat das Bedürfnis, eine bestimmte Zahl von Kilometern zurückzulegen. Ich möchte einkaufen, ich möchte meinen Arbeitsplatz erreichen, ich möchte meine Wohnung erreichen, ich möchte mich amüsieren und sozusagen der Weg, dafür zurückgelegt wird. Die Verkehrsmittel, die mir zur Verfügung stehen, ist keine Konstante, sondern ist beeinflussbar. Durch eine Verkehrspolitik, durch eine Raumordnungspolitik, die der kurzen Wege, durch eine kleinräumigere Wirtschaftsstruktur, die nicht jetzt die kontinental arbeitsteilige Wirtschaft subventioniert und ähnliches mehr. Was man hier sehen kann auf der Grafik ist die Preisentwicklung. Die grünen Linien sind die Preisentwicklungen von verschiedenen Kraftstoffen, also DIN, Diesel, Super Plus und Benzin, wo sie alle jammern, dass das eben teurer geworden ist. Wenn man sich aber dazu die rote Linie im Vergleich anschaut, wie sich die Einzelfahrscheine im Vorverkauf entwickelt haben, sieht man, dass die inzwischen in derselben Zeit um ein Vielfaches mehr gewachsen sind. Und bei der Grafik vom Umweltbundesamt ist der letzte Sprung, den sie gemacht haben, noch gar nicht eingezeichnet. Und das ist auch recht interessant da drüben. Hier sieht man österreichweit. Das Große ist immer, was an höherrangigen Straßennetz gebaut wurde. Das Kleine daneben, falls überhaupt vorhanden ist, was an höherrangigen Bahnnetz gebaut wurde. Man sieht dabei ganz deutlich, dass überall Straßen, Autobahnen gebaut wurden. Und im Burgenland vor allem ohne Ende und gleichzeitig aber mit der Bahn in Wirklichkeit nichts passiert ist. Auf der Grafik sieht man, wie die S1, also die geplante Lobau-Tunnel-Autobahn quasi, im internationalen Kontext ausschauen würde. Die beginnt nämlich oben in Danzig an der Ostsee und führt hinunter nach Wien eben hinein, parallel zur jetzt schon bestehenden D2. Also es wird da eigentlich zwei parallele Autobahnen gebaut. Und der Sinn ist wirklich nur, dass sie den internationalen Schwerverkehr nach Wien reinziehen wollen. Da sieht man die externen Kosten der Verkehrsmittel und da sieht man, wie viel eigentlich die Straße verursacht, verglichen mit Schiene oder Wasserkraft. Also das ist wirklich unglaublich. Aber wir glauben, dass wir Aktivitäten rund um die Lobau-Autobahn unterstützen werden, weil wenn die Republik Österreich so weiter tut, dann sind sie nicht Vorletzter beim Klimaschutz, sondern Letzter. Und wir sind am besten Weg dorthin. Und deswegen brauchen wir keine Lobau-Autobahn und wir werden alles unterstützen, was dazu führt, dass wir so eine Autobahn nicht bekommen. Sehr schön. Wie seht ihr jetzt das Verhalten von Stadt Wien und Land Niederösterreich in dieser ganzen Thematik? Da bin ich, also ganz kurz, erstens einmal beschämend, zweitens einmal, also absolut nicht in die Zukunft blicken. Man könnte fast sagen, ihnen ist die Zukunft egal. Ja, also sie führen wohl das Wort Nachhaltigkeit im Mund, aber dass Nachhaltigkeit auch heißt, nicht auf Kosten der nächsten Generationen zu leben, scheint ihnen nicht so ganz klar zu sein. Ich würde sagen, populistisch, dumm und beschämend.